Leute, jetzt sind wir wieder am Dreschen. Aber anders als vorangekündigt sind wir nicht im Raps, sondern im Weizen. Der Raps beim Alex hatte heute noch 11,5 Wasser. Und hier der Weizen sind wir aktuell ja, mit knappen 13% im Durchschnitt am Dreschen. Hätte ich selber nicht gedacht. Aber die Sonne hat hier den ganzen Tag drauf geknallt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier ordentlich Lagergetreide. Und ja, ich suche mir hier immer so quasi feldweise aus, Beete, die komplett liegen, die dresche ich in diese Richtung, weil das gegen den Strich ist. Und die Bahnen, wo immer noch ein bisschen was steht, die dresche ich mit dem Strich und ja, mähe entsprechend etwas tiefer, beziehungsweise muss dann mit der Haspel das ein bisschen reinkämmen. Geht ganz gut, muss man wirklich sagen, weil hier wirklich schon in Kommentaren stand, ob wir keine Ehrenheber fahren und ich auch im persönlichen Umfeld, sag ich mal, schon häufig darauf angesprochen wurde, ob das denn ohne Ehrenheber gut geht. Aber ja, hier könnt ihr sehen, das liegt wirklich platsch und da links sieht man dann vom Mähdrescher jetzt aus wahrscheinlich nicht so perfekt zu sehen. Die Ähren sind alle abgeschnitten und das Stroh ist halt in die eine Richtung dann etwas länger. Ja? Das wird natürlich später bei der Zwischenfruchtsaat ein bisschen stören, beziehungsweise beim Grubbern, aber so kann man auf jeden Fall vermeiden, dass ich alles in diese Richtung fahren muss, weil das wird extrem viel Zeit kosten. Und ich bin auch wirklich froh, dass hier der Boden jetzt schon unten drunter ein bisschen abgetrocknet ist. Das ging relativ schnell, dass mir nicht die Wurzeln rausreißt und schiebt. Ne? Weil das ist auf den sandigen Stücken extrem nervig, aber hier der Boden ist ein bisschen schwerer. Und entsprechend ja, geht das echt ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, wirklich, auch dass wir heute Weizen dreschen können. Ja, Startschwierigkeiten hatte ich heute. Wir sind viel zu spät losgekommen eigentlich. Wir wollten gegen 14 Uhr loslegen. Es war dann aber 17 Uhr, als wir losgefangen haben, denn zum einen war der Faster-Kuppler kaputt am Schneidwerk. Da wollten wir einen Teil austauschen. Dann ja, war da ein Gewinde rund, dann ist vom Druck die Verschraubung rausgeschossen bekommen. Dann mussten wir wieder losfahren zum Landmaschinenmechaniker, haben uns eine Steckkupplung geholt, dann quasi einen Anschluss auf Steckkupplung umgebaut, Rapstisch dann abgebaut, weil vorher konnten wir den Rapstisch nicht abhängen. Dann, ja, weil das beim Rapsdreschen so hoppla hopp ging und eigentlich ja geplant war, Raps zuerst dreschen, hatten wir entsprechend den Tisch zwischenzeitlich nicht abgebaut. Ich wusste aber auch, dass einige Messer auszutauschen sind, beziehungsweise als wir den abgebaut haben, habe ich gesehen, dass dann doch noch ein paar mehr Messer auszutauschen waren. Oh, ja. Dann war das dann ja einfach viel später als geplant, als wir losgekommen sind. Wir wollten auch eigentlich erst mit dem Dinkel anfangen, aber ich habe dann gesagt, komm, lass zuerst den Weizen wegmachen, weil der Weizen hier so liegt und entsprechend, wenn es da jetzt dunkel wird, das wesentlich schneller anzieht, also wieder feucht wird. Und entsprechend macht das mehr Sinn, hier erst das liegende Material zu dreschen und dann später raus das stehende Material, weil das sich einfach deutlich besser dann drischt. Ja. Jo, wie gesagt, ich bin hier tatsächlich positiv überrascht, wie es durchgeht durch die Maschine. Also wesentlich besser, als ich erwartet hatte. Lässt sich das hier dreschen. Hier kann man nochmal den Bestand sehen. Also jetzt haben wir hier quasi fast auf die volle Schnittbreite. Schnittbreite sind 7,30 Meter, wurde auch schon ein paar Mal gefragt. Oder auf Englisch 24 Fuß. Wir schaffen das hier auf die volle Schnittbreite, das Material aufzunehmen. Natürlich das einfach, weil wir hier gegen den Strich fahren. Und ich würde sagen, wir kommen hier ja, mit sehr wenig Schneidwerksverlust quasi durch den Bestand. Ertraglich ja, sind wir hier bei 5,5, also zwischen 5,5 und 6 Tonnen. Es ist auch hier einiges schon ausgefallen, das heißt zwischendrin hier jetzt nicht so, aber sieht man grüne Stellen, man sieht ganze Ähren auf dem Boden liegen, die ich mit dem Mähdrescher auch einfach nicht mehr hochbekomme. Ja, das lässt sich jetzt vermeiden, ist halt schade. Hier sieht man so einen mega großen Wildschweinewechsel von ganz unten nach ganz oben und da sieht man von unten auch, dass da quasi schon ausgefallenes Getreide durchkeimt. Aber entsprechend bin ich wirklich erstaunt, dass wir hier trotz nur einem Tag Sonnenschein mit 13% den Weizen hier dreschen. Ne? Und ich bin wirklich froh, ich meine, auch wenn der Ertrag jetzt nicht so pralle ist,
dass wir hier den Weizen noch dreschen. Und wenn ich in den Tank reingucke, dann habe ich hier wirklich nichts, was ausgewachsen ist. Was ich ein bisschen habe, ist Bruchkorn. Ich gehe die ganze Zeit mit der Trommeldrehzahl runter und ich habe den Ausfalldinkel vom letzten Jahr, das habe ich ein bisschen angekündigt, aber ja, von der Qualität wird das sowieso nur noch Futtergetreide werden. Wir haben das mit dem Reifeisen abgeklärt, also wir werden den Weizen jetzt auch nicht einlagern mehr, sondern wir fahren den direkt weg, also verkaufen den direkt, weil uns das einfach auch zu heikel war mit dem Einlagern. Und ja, ich sag mal, preislich ist es okay, was man aktuell dafür bekommt. Und ja, da haben wir gesagt, komm, fahr mal weg, da haben wir kein Risiko auf dem Hof. Ne? Sind wir am Dinkeldreschen hier. Ich habe mir noch einen Kameramann besorgt, Niklas. Zu später Stunde. Ja, wir haben 22.48 Uhr. Uns geht noch erstaunlich gut für die Uhrzeit. Auch wenn es ja so viel geregnet hatte die letzten Tage. Und hier kommt Domi. Und wir machen hier fliegendes Abtanken, weil das beim Dinkel enorm Zeit spart. Man muss sonst doppelt so oft abtanken und ja, also beim Dinkel hier lohnt sich das auf jeden Fall, weil man wirklich alle halbe Hektar abtanken muss sonst. Ja, hier sieht man es nur auf der Abtankrohrkamera und hier ist das Kamerasystem, was ich euch gestern gezeigt habe und ich muss sagen, es blendet zwar ein bisschen, aber ich bin von der Bildqualität echt begeistert. Das Bild ist wirklich sehr gut, vor allem die Beleuchtung in der Nacht. Manchmal hakelt die Übertragung ein bisschen. Das ist nur ganz kurz, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn man bedenkt, wie krass diese ganze Maschine vibriert. Und ich habe die auch relativ weit unten hängen, wo quasi das ganze Signal durch die Maschine durch muss. Ich könnte es ein bisschen höher hängen, dann wäre es mit Sicherheit wahrscheinlich noch ein bisschen optimaler. Ja, der Dinkel hier. Der macht richtig Spaß, weil er auch nicht so lang gewachsen ist und sich entsprechend auch nicht ins Lager gelegt hat. Das hatten wir ja schon mal ganz anders, wo das extrem beschissen zu dreschen war. Und es wundert mich richtig, also ich habe jetzt nicht großartig was anders gemacht in Sachen Wachstumsregler als in den anderen Jahren. Und das Wetter war ja anfangs auch sehr wüchsig und trotzdem ist der Dinkel hier nicht ins Lager gegangen, so wie der Weizen. Also der ist ja jetzt trotz des ganzen Regens und so weiter, ist der stabil stehen geblieben. Es gibt vereinzelte Stellen mal, die ein bisschen sich gelegt haben, aber überhaupt nicht relevant hier. Ne? Und vor allem der Ertrag passt auch sehr gut. Also da bin ich wirklich erstaunt. Ich habe nicht gedacht, dass der Ertrag beim Dinkel so gut wird. Wir hatten ja einen Acker, der sehr sandig ist, hat man vor dem Regen ja weggemacht, der hat nur 4,5 Tonnen gegeben
aber das ist wirklich ein armer Boden. Und hier, der Acker, da sind wir jetzt wir sind ja noch am Vorgewende, knapp unter 6 Tonnen, aber die beiden anderen Schläge, die wir eben gemacht hatten, die haben 6 und 6,5 Tonnen gegeben. Und da bin ich wirklich begeistert, weil für das Wetter, was wir hatten, erst nass, 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 dann trocken, 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 ist das wirklich gut. Und auch beim Dreschen, also hinten im Tank, das sieht für den vielen Regen, sieht das noch sehr gut aus. Es ist wirklich jetzt beim Dreschen, erkennt man eigentlich keine Plätze, wo jetzt stark ausgewachsen sind. Ihr habt es ja vorhin beim Weizen gesehen. Der Weizen, der ist auch auf dem Boden schon gekeimt. Also der Dinkel hat sich wirklich sehr gut gehalten hier. Ist wieder die Sorte Albertino, wie die letzten Jahre auch. Ja, muss man sagen, wirklich, das macht so Spaß. Ja, Feuchtigkeit. Trotz dass jetzt so spät ist, jetzt 10 vor 11, sind wir hier so, ja, jetzt mittlerweile bei 13% gut angekommen. Wir machen immer wieder eine Handprobe, weil der Feuchtesensor vom Mähdrescher ist ja so, der misst ja quasi nur die äußere Hülle. Ich meine, er schickt da auch Strom durch, aber beziehungsweise misst die Leitfähigkeit, aber beim Dinkel ist ja da im Vergleich zum normalen Getreide sehr viel Schmelz drumherum. Beim normalen Getreide, ein Feuchtesensor, das passt wunderbar. Beim Dinkel, der zeigt ungefähr nur die Hälfte von der Feuchte an, die er tatsächlich hat. Ja? Also da sind wir jetzt, der zeigt mir hier an 6,4% Feuchtigkeit. Das kann natürlich nie im Leben sein hier. Und wenn man mit der Handprobe misst, ist er bei 12,5. Aber es ist absolut in Ordnung, weil wie gesagt, um die Feuchtigkeit, den realen Wert zu bekommen, muss man natürlich mit den Körnern noch messen. Aber die Hülle ist natürlich auch wichtig. Da ja der Dinkel in der Halle irgendwo liegt, mit der Hülle, mit dem Spelz und das Ganze damit reinspielt. Also, das macht soweit richtig Spaß. Das ist auch der letzte Dinkelacker. Und dann haben wir noch 12 Hektar Tritikale stehen und 4 Hektar Weizen. Ja, jetzt am Wochenende wieder Regen gemeldet, 3 Tage. Ich denke, das werden wir nach dem Regen machen, weil morgen, wie gesagt, fahre ich dann zum Alex den Raps wegmachen. Und die Tritikale, die hat sich ja auch wirklich sehr gut gehalten, da ist nichts ausgewachsen. Tritikale sowieso Futter, da mache ich mir jetzt nicht die riesen Gedanken, aber das sollte passen. Ja, ich werde mit der Drohne gleich noch fliegen, weil ich mal gespannt bin, wie es ausschaut. Wir haben ja hier komplett Agrar-LED ausgestattet, die Maschine rundum. Deswegen ist es auch wirklich schön hell. Und ja, beim Lexion hatten wir ja nur die originalen Halogen dran. Aber hier mit den LED-Scheinwerfern, das macht natürlich Spaß und der Mähdrescher hat auch einige davon. Was auch ganz cool ist, dass die äußeren Scheinwerfer an den Spiegeln vom Mähdrescher, dass die nur beim Wenden angehen. Das heißt, wenn ich hochhebe, das Schneidwerk, gehen die automatisch an und wenn ich es absenke, gehen die aus. Ne? Das ist natürlich auch, wenn man jetzt gerade beim fliegenden abtankt, dann blendet man den näheren Fahrer nicht, beziehungsweise den Überladewagenfahrer, wenn man mit Überladewagen arbeitet. Das ist ganz cool gemacht. Da hatten wir uns am Anfang gewundert, warum wir keinen Strom auf der Lampe drauf haben, bis wir das rausgefunden haben beim Dreschen, dass das ja so eine erweiterte Funktion quasi ist. Genau, wie gesagt, ich werde jetzt gleich mal die Drohne auspacken, weil mit dem Vorgewende andreschen bin ich jetzt quasi auch fertig. Vorgewende waren immerhin hier jetzt 0,8 Hektar ungefähr. Hier unten fahre ich noch eine Bahn lang und dann fahren wir die langen Bahnen hin und her. Und 0,8 Hektar, das heißt, wir sind ungefähr in einer Stunde spätestens hier fertig. Ich denke, hier auf dem Acker geht es sogar noch ein bisschen schneller. Und ja, dann haben wir den Dinkel endlich drin und dann können wir schon wieder ein bisschen aufatmen, weil der Dinkel wird ja in der Barbarossa-Bäckerei weiterverarbeitet. Da ist natürlich auch immer wichtig, dass wir das gut reinbekommen. Der Weizen ist soweit ab. Und die Tritikale und der Elixir-Weizen, das sind ja sowieso Futtersorten. Von daher sind wir jetzt dann noch ein bisschen entspannter. Gut, dann bedanke ich mich schon mal wieder fürs Zuschauen bei euch. So Leute, nun nehme ich euch endlich mal mit zum Strohpressen hier. Diesmal aus einer etwas anderen Perspektive. Und zwar kam das ja das letzte Mal ganz gut an bei euch mit dem Cap-View bzw. mit der mit dem Kopfband. Und deswegen dachte ich, mache ich heute mal so einen Vlog vom Strohpressen. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Eigentlich ist der einzige Grund aber, dass ich so arg
ungepflegt aussehe, weil ich mich schon so lange nicht rasiert habe. Ja, ich bin am Strohpressen. Nach 2 Wochen Regenpause ging es gestern endlich weiter bei uns zum Dreschen. Lukas ist heute woanders. Strohpressen, sag ich schon. Lukas ist heute woanders. Dreschen wieder im Lohn. Und ich will heute noch unser letztes Stroh oder vorerst letztes Stroh zusammenpressen. Wir haben danach noch ca. 15 Hektar zu dreschen, was wir auch alles auf Schwart legen. Das wird aber oder ist schon ab Schwart verkauft. Also wollte ich heute eigentlich das restliche Stroh bei uns schaffen zu pressen. Genau. Also wird mal auch Zeit, dass es so langsam mal gegen Ende geht. Gerade was Ballenpressen angeht, habe ich absolut gar keine Motivation mehr dieses Jahr. Wir haben schon ein paar Ballen hinter uns. Oder ich habe schon ein paar Ballen hinter mir. Sowohl im Stroh als auch im Heu. Ob bei uns oder im Lohn. Dieses Jahr wurde da tatsächlich echt viel gemacht. Und unter anderem ja auch, weil ihr nochmal ein paar Flächen dazu bekommen habt. Das habt ihr ja mitbekommen. Genau, und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja immer noch nicht hinbekommen, euch die Presse mal im Einsatz zu zeigen, beziehungsweise euch die Presse mal ein bisschen näher zu zeigen. Wir werden auch gleich mal aussteigen. Können wir uns das Ganze von draußen mal anschauen. Genau, ich weiß nicht, wie man hier jetzt auf dem Display erkennt. Im Notfall, falls ich jetzt sehe, dass man es nicht so gut erkennt, mache ich dann nochmal eine extra Aufnahme zu. Aber ich fahre die Presse hier über Isobus, heißt über das AFS 700 hier vom Maxim, dass ein Maxim verbaut ist an der Armlehne. Und hier habe ich jetzt gerade hier den Isobus-Reiter gewählt und das ist hier meine Bedienplattform für die Ballenpresse. Das ist aber genauso, wie es bei der New Holland auch schon war. Nur um das Ganze kurz zu erklären. Ich lasse mal eben gerade den Ball noch raus, dann kann ich euch das Display mal in Ruhe zeigen. So. Also, hier unten habe ich einfach im Prinzip, kann ich einen Kunde anlegen oder wie auch immer. Hier habe ich jetzt einfach Stroh, weil das bei uns ist. Hier die 484 Ballen, die wir bislang gepresst haben in 1,30er. Ich habe noch ein paar größere gemacht und das Gerstenstroh, was ich gepresst habe, war auch extra. Ich denke, wenn ich hier mit den Äckern fertig bin, sollten wir hier ungefähr bei schätzungsweise 580 Ballen oder sowas ankommen. Genau, also hier habe ich meine Kunden, die kann ich dann hier auswählen. Hier ist der aktuelle Ballenstand von dem aktuell ausgewählten Kunden, also hier die 484 Ballen. Hier habe ich die Netzbindung, die steht hier auf Automatik. Hier kann ich auswählen, ob ich den Messerboden klappen will, falls eine Verstopfung vorherrscht, oder eben hier die Messer rein und rausklappen. Hier zeigt es mir einfach nur an, dass aktuell keine Messer reingeklappt sind. Das, was hier oben blinkt, das ist der feuchte Sensor. Hier steht aktuell Low, ich bin ja auch nicht am Fahren. Der niedrigste Wert liegt bei 7% Feuchte, was gemessen werden kann. Alles, was unter 7% liegt, zeigt da Low an. Und dann ist hier das Slash. Was hinter dem Slash steht, ist quasi der Schnitt vom letzten Ballen. Also wir haben jetzt 7% Feuchte im letzten Ballen im Schnitt. Das ist absolut trocken, gar kein Problem. Dann haben wir hier den aktuellen Pressdruck und den Pressdruck, zu dem ich will. Den kann ich hier auch ganz einfach verstellen. Ich habe hier einmal den Außenmantel, habe ich hier aktuell bei 100 Bar stehen, von 140 Bar, das passt zum Stroh ganz gut. Und das hier ist im Prinzip, falls ich Weichkern fahre, den könnte ich in dem Fall auch einfach, egal was ich hier hinschreibe, wäre egal, weil den Weichkern hier habe ich auf 0. Also ich fahre hier im Stroh mit keinem Weichkern. Im Heu fahre ich durchaus mit Weichkern und dann kann man hier die Größe des Weichkerns auswählen. Die verändert sich natürlich je nachdem, was ich für ein Ballendurchmesser pressen will oder was ich für einen Ballendurchmesser ausgewählt habe. Ne? Genau, der steht jetzt hier auf 0. Das, wie gesagt, wäre dann der Druck vom Weichkern und das hier ist der Druck vom Außenmantel, vom äußeren Bereich des Ballens. Genau, da habe ich hier noch weitere Menüfunktionen, also hier zum Beispiel Netz, 4 Wicklungen fahre ich, am Netz spare ich nie, das mache ich nicht mehr. Hier die 75 cm Ballengröße haben wir aktuell, die Presse ist leer, also stehen die Bänder auf 75 cm und hier zu diesem Maß wollen wir hin, 1,30. Hier kann ich halt den Durchmesser des Ballen, den gewünschten Durchmesser auswählen, von 90 cm bis 1,80 m sind möglich. Genau,
Hier habe ich quasi, also wenn ich hier auf diese Funktion hier gehe, da geht es um die Netzbindung. Hier kann ich quasi alle Funktionen der Netzbindung nochmal ganz manuell machen, also ganz manuell bedienen. Das ist eigentlich ganz cool. Das hier ist quasi der Netzeinwurf oder die Netzeinführung. Kann ich diesen, den, ja, da, ich weiß nicht den Fachbegriff, aber den Netz, heißt es sogar Netzhammer, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall führt das Teil hier das Netz in den Ballen ein, dass die Wicklung starten. Hier kann ich ihn wieder zurückfahren und das hier ist eben das Netzmesser, was ich dann rein- oder rausfahren kann, ganz manuell. Aber im Normalfall läuft das ja ganz automatisch ab, wenn ich auf Automatik fahre. Hier oben kann ich die Netzbindung manuell starten, wenn das gewünscht ist. Und hier komme ich einfach nochmal in das Menü, wo ich alles auswählen kann und einstellen kann. Dann haben wir hier verschiedene Funktionen, die man eigentlich im normalen Gebrauch nicht braucht. Und hier der Gesamtzählerstand. Also wie gesagt, hier, das ist bei meinem aktuellen Kunden. Der heißt, der Kunde in Anführungszeichen heißt jetzt Stroh. Und das hier ist der Gesamtzählerstand, 5074 Ballen. Also wir haben einiges schon gepresst dieses Jahr. Ich glaube 800 waren drauf, plus halt die Siloballen und ein paar Heuballen, die ich noch die parallel noch mit der Velga, mit der Festkammerpresse, die wir auch noch haben, gepresst wurden. Genau. Ja, so viel dazu. Hier kann ich den aktuellen Stand immer wieder nullen, also die 484 auf 0 stellen, wäre hier auch möglich. Genau, sonst ist, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Ich kann auch mal, was ich auch noch mache, aber das hat jetzt nichts mit der Presse zu tun, sondern ich fahre vor allem im Stroh, fahre ich mit Vorgewendemanagement, was die Klappe betrifft. Also ich kann ja mal einmal kurz zeigen, ich habe mir eine Vorgewendemanagement-Funktion eingeschaltet oder eingestellt. Wenn ich hier auf den Knopf drücke, öffnet sich die Klappe, bleibt 3 Sekunden auf oder 2 Sekunden auf und danach geht es wieder zu, weil die muss ja auf Druck zufahren, die Klappe. Und dann spare ich mir hier immer mit den Klavierhebeln dieses auf und ab und auf und ab. Habe ich ja einfach ganz einfach einen Knopfdruck und der Rest passiert von alleine. Genau, ich würde sagen, wir können ja mal kurz rausgehen. Dann gucken wir uns das ganze Spektakel mal von draußen an. Wunderschönes Wetter heute übrigens. War ziemlich, ziemlich warm heute Mittag. Also das ist gespannt. Mir gefällt es super. Die rote Presse matcht auf jeden Fall deutlich besser wie die New Holland Presse. von der Farbe her. Genau, aber ansonsten ist die Presse tatsächlich einfach genauso wie die New Holland. Nur eben neuer. Ein paar optische Kleinigkeiten oder ein paar Kleinigkeiten sind anders. Zum einen hier dieser Bügelschutz, der ist ein bisschen anders. Warntafeln hier vorne noch mit dran und hier diese Begrenzungsleuchten sind ein bisschen moderner gestaltet. Die Beleuchtung hinten ist auch ein bisschen anders. Ja, nur Kleinigkeiten, nochmal ein Fach für Netz rein zu tun. In dem Fall habe ich jetzt eine leere Netzrolle drin. Genau, gekauft haben wir die Presse beim Seibel-Landmaschinen. Und ja, RB465, das ist wie gesagt die Presse, die bis 1,80 Meter Ballen machen kann. Ich kann ja hier mal eben die Klappen aufmachen. Ein bisschen weggehen, sonst staubt zu arg. Genau, unten drunter sieht es aber eigentlich alles noch genauso aus wie bei der New Holland. Auf jeden Fall muss ich bis jetzt sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Es läuft alles. Wie gesagt, 5000 Ballen sind schon drauf. Ohne Probleme. Ich hatte nur, einziges Problem, was ich hatte, war aber gar nicht schlimm. Und zwar sitzen hier ja an der Pickup hier außen diese Schnecken, die das Erntegut halt in die Mitte führen sollen zum Rotor. Und da ist außen ein Lagerbock hier hinter dem Blech. Und der war mal ein bisschen lose, da haben sich einfach die Schrauben gelöst. Es war aber in kurzer Zeit behoben, das Problem. Also gar nichts Schlimmes. Was auch noch anders ist wie bei der New Holland, das ist aber einfach Ausstattungssache. Die Presse hier hat gelenkte Pickup-Räder. Ich kann mal kurz demonstrieren, wie man die einklappt. Das ist eigentlich ganz cool gelöst. Hier habe ich halt die Höhenverstellung, die muss natürlich ausgehongen werden. Da wird hier unten ein Splint gezogen, den Bolzen. Und dann kann man die einfach hier rüberklappen und hier einhängen und dann mit den Bolzen hier wieder sichern. Also eigentlich super easy gelöst. Geht super schnell. Sollte es auch gehen, weil wenn man schmale Feldwege hat oder weite Strecken über die Straße zurücklegt, sollte man die schon einklappen, weil wir haben hier eine 2,30 Meter breite Pickup
Plus die Räder, wenn die gelenkt sind, müssen die halt weiter rausstehen. Hätte ich ungelenkte Räder, können die ja hier direkt neben der Pickup laufen. Aber die hier brauchen ja einfach Platz zum Lenken, ja. Und man sieht es ja auch an der Außenbreite. Die Pickup-Räder sind breiter wie die Presse. Und ich glaube, wir haben hier schon Außenbreite 2,75, wenn ich mich nicht ganz irre. Die ist auf jeden Fall breiter wie der Schlepper. Genau, Steuergeräte habe ich hier einmal die Klappe, doppelwirkend wie gesagt. Einfach wegen des die Pickup und hier nochmal doppelwirkend Messerboden oder Messer, die einen ausgeklappt werden. Hier drüben das dicke Kabel, jetzt hinten sieht man es, das ist die Isobus-Steckdose, damit ich die Presse über das Terminal fahren kann. Ist aber auch jederzeit möglich, da noch ein Terminal dazwischen zu hängen, dass ich ein extra Terminal fahre, falls der Schlepper damit dann ausgestattet wäre. Ansonsten Druckluft haben wir natürlich verbaut, das ist bei uns in Hanglagen ja auch wichtig. Ich kann hier vorne nochmal aufmachen. Genau, Kettenschmierungsbehälter haben wir hier. Und ich kann ja auch mal gerade, ich habe jetzt zwar gerade kein Netz zu wechseln, aber ich kann euch das mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Hier oben habe ich nochmal einen Platz für eine Netzrolle. Also kann ich insgesamt 3 Netzrollen mitnehmen, das ist echt super praktisch. Genau, ich kann ja wirklich mal, ich hole das Netz gerade mal raus, dann kann ich euch wirklich mal demonstrieren, wie das funktioniert. Also hier drüben, also hier habe ich einfach, so wird, ich hole gerade den Keil hier raus, so, also die Stange hier kann vorgeschwenkt werden, darauf läuft die Netzrolle. Hier drüben mit dem einen Splint habe ich nochmal die Möglichkeit, die zu begrenzen, wie weit die Netzrolle rüberrollen soll, rüberrutschen soll oder nicht, dass ich sie halt zentrieren kann in der Netzbindung. Das macht eigentlich Sinn. Ich fahre hier jetzt im 1,25 Meter Netz. Das heißt, das Netz wird auch ein bisschen über die Karten drüber gelegt. Das ist im Stroh und Heu eigentlich wunderbar, weil dann die Karten vom Ballen stabiler bleiben. Auf jeden Fall wird das dann einfach hier drauf gesteckt, die Netzrolle. Hier mit dem Keil, der muss hier rein. Dann habe ich hier ein paar Scheiben dabei, damit ich das halt auch wirklich eng und passend hier an das Lochbild anpassen kann. Da kommt hier einfach ein Splint rein und dann ist die Netzrolle schon fest. Dann nehme ich einfach das Netz, rolle so ein kleines bisschen auf. Dann muss es hier einmal zwischen den Walzen durch und dann nochmal hier oben drüber vor diese Walze. Und dann wird es hier schon in die Bindung eingeführt. Und dann habe ich hier so ein, ja, wie nennt man das? Eine Vorrichtung, ein Werkzeug. Das hat mir gerade gefehlt, das Wort. Und damit kann ich dann das Netz einfach hier noch ein bisschen weiter reinstecken, reinschieben. Und wenn es einfach über diese Länge drin ist, langt das schon vollkommen aus. Und dann kann ich das schon wieder hier reinstecken und in die Verriegelung hier rein. Und dann ist das Netz schon gewechselt. Also Netzbindung, muss ich wirklich sagen, finde ich hier richtig cool und richtig einfach gelöst. Vor allem hängt man nicht im Staub drin, man arbeitet hier überall im Sauberen und hat nicht immer die ganzen Klamotten hier voll Staub oder sonst was. Genau, die ganzen Umlenkrollen, wo das Netz hier durchgeführt werden, sorgen einfach dafür, dass das Netz auch wirklich schön ordentlich stramm in die Breite gezogen wird und ordentlich und sich halt ordentlich über die Gesamtbreite vom Ballen verteilt. Funktioniert, sollte auch funktionieren, wäre ja schlimm, wenn nicht. Hier haben wir einen Ballen, hier seht ihr das, was ich gemeint habe, wird hier ein bisschen über die Karten drüber gelegt. Das heißt, hier franzelt das Netz so schnell aus und die Karten bleiben schön stabil. Ballen ist auch schön fest, also sollte soweit passen. Die 100 Bar fahre ich im Stroh eigentlich, das sieht eigentlich immer ganz gut aus. Genau, jetzt habe ich mein Messer, ich habe es im Sack, perfekt. Ballenrutsche hinten oder Ballenrampe habe ich abgebaut, noch wegen Heu, weil am Hang ist es so deutlich einfacher abzulegen, den Ballen. Normalerweise im Stroh mache ich es gern rein, weil ich mir das dann spare, wenn der Ballen voll ist, rückwärts zu fahren. So muss ich mal ein Stück rückwärts fahren, damit ich den Ballen ablegen kann und dabei vorfahren kann. Sonst ist die Gefahr groß, dass der Ballen nicht weit genug wegrollt und die Klappe wieder auf den Ballen zugehen will. Wir haben aber dieses Jahr extrem viel Heu parallel zum Stroh gepresst noch und deswegen hatte ich die einfach nicht dran gemacht. Ist aber auch nicht schlimm, den Rest schaffe ich jetzt auch noch so. Hier unten sieht man das Schneidwerk. Ich hoffe, ihr seht es gut. 15 Messer sind verbaut, langt mir hier vollkommen aus. Wie gesagt, ich habe ja die Festkammerpresse noch mit 25 Messern. Die ist ja eigentlich nur für trockenes Ernte gut gedacht, die Presse. Ich mache hier nochmal ganz kurz auf, dann kann ich euch nochmal die Netzeinführung zeigen. Von der Seite, hoppla, sieht man es ganz gut.
Und zwar hier der Schnabel. Hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, sieht man auch so ein bisschen das Netz rausgucken. Dieser Schnabel fährt dann hier so runter, man sieht es hier durch die Verzahnung, der fährt so runter und führt das Netz zwischen den Walsen in den Ballen ein. Und nachdem das Netz läuft, weil es der Ballen aufgenommen hat, fährt der Schnabel wieder zurück. Und dann kann das Netzmesser am Schluss einfach das Netz abschneiden. Druckluftbehälter haben wir hier oben. Genau, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erklären. Außer, dass ich jetzt total staubige Hände habe. Ich staubte auch extrem. Zum Stroh muss man halt auch klar sagen, da hat natürlich deutlich gelitten durch die 2 Wochen Regen. Aber es sieht eigentlich vergleichsmäßig noch gut aus. Man sieht hier, es ist dunkel geworden. Das ist so ein, ja, leicht pilzig. Zum Füttern würde ich das auf gar keinen Fall mehr benutzen. Zum Streuen ist das aber noch völlig unbedenklich. Also komplett verschimmelt und gammelig ist es jetzt nicht. Es ist halt einfach, ja, leichter Befall und die Farbe ist halt nicht mehr ganz so toll. Aber ich habe ja glücklicherweise das meiste von unserem Stroh, vor allem das, was verkauft wird, vor dem großen Regen pressen können. Und das sieht halt deutlich schöner aus. Das ist halt richtig schön gelb, sieht wunderbar aus. Ich meine, das hier ist jetzt wie gesagt Dinkelstroh. Dinkelstroh ist sowieso immer, etwas dunkler. Aber man sieht hier halt schon, dass es sind deutliche Spuren vom Regen, ne? Dass das hier so, man sieht es ja, dass die ungleichmäßige Verfärbung und so, das ist halt alles, naja. Aber man muss es nehmen, wie es kommt. Ich bin froh, dass wir es abhaben. Wie man hier auch sieht, wir machen das mit Absicht. Der Drescher legt eine sehr, sehr breite Schwart ab. Kann man natürlich am Drescher hinten einstellen. Die Schwart ist ja, gute 2 Meter breit, vielleicht sogar ein bisschen breiter als 2 Meter, je nachdem, wie viel Masse es gibt. Das hat einfach den Vorteil, ich habe absolut kein Problem, dass ich hier irgendwie beim Pressen links, rechts fahren muss. Ich kriege extrem viel Material außen hin, weil der Ballen ist ja schmäler wie der Schwart. Und das garantiert einfach, dass ich hier immer ordentliche, stabilen Kanten am Ballen bekomme. Man sieht es ja hier. Genau, dann passt es eigentlich ganz gut. Und es ist halt echt gut, dass die Pickup so schön breit gebaut ist bei der Presse. Aber wie man auch erkennen kann, Strohertrag sieht gut aus. Das war eigentlich dieses Jahr generell kein Problem. Wir gehen nochmal an den Schlepper, dass wir mal weiterkommen. Das war dieses Jahr sowieso eigentlich gar kein Problem. Strohertrag war überall gut, muss man wirklich sagen. Genau, und jetzt gerade mit dem neuen Drescher, mit dem 7,30 Meter Schneidwerk, kommt da ja auch ein bisschen was zusammen. Ne? Lieber fährt man da mal ein bisschen langsamer über den Schwart, aber hat nicht so viel Überfahrt. Das ist schon eine ganz angenehme Presserei hier. So, hier sehen wir übrigens den Feuchtesensor, blinkt immer noch bei Low, wollte ich gerade sagen. Jetzt sind wir hier bei 7-8%, 10% mal. Das ist aber völlig unbedenklich. Und wenn die Bindung beginnt, zeigt mir hier wieder den Schnitt an. Also wir sind hier immer noch bei 7% im Schnitt, was absolut trocken ist. Also da muss man sich wirklich gar keine Gedanken drüber machen. Ich habe selbst schon Ballen gepresst mit 15-16%. Selbst die hatten absolut gar nichts. Natürlich sollte das nicht die Regel sein. Aber man sollte sich trotzdem nicht sparen, ab und zu mal abzusteigen und in den Schwarz zu greifen. Ich finde, also der Feuchtesensor funktioniert echt, echt sehr, sehr gut. Ich habe auch so einen Feuchtesensorstab, den ich in den Ballen reinschieben kann. Und das stimmt wirklich immer super überein mit dem, was die Presse sagt. Aber nichtsdestotrotz nehme ich das immer nur als Anhaltspunkt. Und vor allem jetzt halt, wenn ich bis spät abends presse, ist es immer ganz gut, das nochmal zu sehen. Da sieht man halt, wie... Ja, je später es wird, dass die Feuchtigkeit etwas anzieht dann kann man da eher mal abwägen, wann man vielleicht lieber aufhören sollte oder nicht. Genau, also ihr seht ja, gibt ziemlich viel Ballen pro Reihe hier, also hier kommt ordentlich was runter. Ja, warum presse ich eigentlich nur 1,30 Meter Ballen bzw. 1,35 Meter Ballen? Das sind die ich halt auch verkaufe. Und auch bei uns zum Einstreuen passt die Größe eigentlich ganz gut und zum Verkaufen, die haben sie auch am liebsten auch in der Größe. Deswegen fahre ich das im Stroh eigentlich so. Ich habe aber auch dieses Jahr echt viel größere Ballen gepresst. Viel 1,40er, 1,50er, aber auch mal 1,80 oder 1,60er. Genau. Und Gerstenstroh war dieses Jahr auch wieder extrem mürbe.
wo man dann definitiv wieder die Vorteile von einer Bänderpresse gesehen hat. Mit der Festkammerpresse hätte ich die definitiv nicht gepresst bekommen, weil das war schon... Durch die Pickup wurde das schon wie klein gehäckselt beim Aufnehmen. Ist es gerade so auseinandergeflogen, das Zeug, das war schon nicht ohne. Ja, hier sieht man gerade, wenn ich jetzt ein bisschen unnötig zu weit fahre, wird der Ball natürlich einfach größer irgendwann. Ist jetzt halt nicht ganz so toll, aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm, ob der jetzt mal, ob der mal 5 oder 10 cm größer ist. Also wie gesagt, hier Feuchtigkeitssensor und hier wird man auch gleich sehen, also hier sieht man jetzt die Größe vom Ballen hochgehen, wie er jetzt langsam größer wird. Und jetzt wird ja auch gleich weiter der Druck hochgehen. 20 Bar, 50 Bar, 70, 100. Jetzt sind wir bei den gewünschten 100 Bar. Jetzt ist gleich auch die gewünschte Größe erreicht und der Ballen ist wieder voll. Genau. Ja, und so läuft das jetzt heute noch ein bisschen. Mal schauen, wie lange es heute noch geht. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich sagen wollte. Das ist, passiert mir nämlich leider ziemlich oft. Ich hoffe, man konnte das alles gut erkennen auf dem Bildschirm. Das kann ich jetzt natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Ansonsten, wenn Fragen sind, gern fragen. Das ist gar kein Problem. Ja. Ansonsten wird es hier noch ein bisschen weitergehen. Bin mal gespannt. Morgen melden sie tatsächlich wieder so ein leichtes Gewitter von 5-6 Liter. Wir haben, wie gesagt, noch 15 Hektar Getreide stehen. Wenn wir den Lohn dreschen würden, wären wir natürlich schon fertig mit unserem. Aber so ist das halt. Man kann halt nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Daran muss man sich gewöhnen. Ich denke, wir sollten auch nicht ganz so viel jammern. Vorher war es alles viel zu trocken, viel zu trocken. Der Regen kam fürs Getreide natürlich viel zu spät. Ich wäre auch froh gewesen, der Regen wäre eine Woche später gekommen. Dann wäre das Getreide abgewesen bei uns und das, was wir im Lohn zu dreschen haben. Und jo, aber auf der anderen Seite bin ich auch echt froh, dass Regen kam. Die Wiesen haben sich extremst erholt. Ja, wirklich extremst erholt. Wir haben in den letzten zwei Wochen, hatten wir, glaube ich, 140 oder 150 Liter Regen, was schon extrem war. Für den Mais war es nochmal sehr gut, für die Kürbisse vor allem. Den hat man den Regen direkt angesehen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und vor allem, was ich mir halt denke, es gibt Regionen in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die hat es viel, viel härter getroffen. Die hatten richtig starke Unwetter. Da sind Körner aus den Ähren ausgefallen. Die haben teilweise ja, 20, 30, 40% des Ertrags schon auf dem Boden liegen und können vielleicht immer noch nicht dreschen oder wie auch immer. Deswegen denke ich, sollte man da gar nicht zu viel jammern und einfach das so hinnehmen, wie es jetzt gekommen ist. Und froh sein, dass es nicht noch schlimmer war. Es ist halt ärgerlich, aber das ist halt so, wenn man mit der Natur arbeitet, ne? Das ist ein ganz klarer Fall. Und ich meine, wir hatten heute jetzt auch, ich war heute Morgen noch im Reifeisen, wir haben zwei Muldenkipper voll Weizen weggefahren, von gestern noch. Und das war ein wunderschöner Weizen, die Körner waren wunderschön, aber wir hatten leider auch ein bisschen was drin, was ausgewachsen war. Und deswegen ging das Ganze auch nur noch als Futterweizen über die Bühne. Da haben wir auch Geld verloren, das ist klar. Da haben wir jetzt bestimmt 12, 13, 14 Euro, ich weiß gar nicht, wo die Preise jetzt genau liegen, weniger bekommen, wie wir hätten bekommen können als Backweizen, Brotweizen. Wir haben jetzt, glaube ich, 17,50 war es, bekommen wir für die Ware jetzt. Aber das ist halt so. Ich bin auf jeden Fall froh über jedes Kornweizen oder gerade der Weizen, was wir halt vorm Regen abgemacht haben. Jo, aber wie gesagt, Hauptsache es geht jetzt voran und wir kriegen mal so langsam Ende. Dafür haben wir aber auch schon Bodenbearbeitung gut durchführen können ohne Materialschlacht, weil der Boden sich dann super bearbeiten ließ. Wir haben schon etwas Gülle ausgebracht und Zwischenfrucht ausgesät, teilweise auf den Flächen, die schon abgeerntet waren. Genau, das war halt auch was man unbedingt, oder was halt ein positiver Aspekt war von dem Regen. So ist das halt. Gut, ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr generell so diese Cap-View-Aufnahmen findet, diese Kopfbandaufnahmen und so weiter. Ich glaube, das ist immer ganz cool. So aus der Fahrerperspektive.
Also wie gesagt, Netzbindung startet automatisch, kann man natürlich auch manuell machen. Und wenn die Netzbindung fertig ist, einfach hier Vorgewendemanagement-Knopf drücken, Klappe geht auf und geht auch alleine auf Druck wieder zu. Was ich vielleicht auch noch sagen kann, normal wird die Presse natürlich mit 540 Tappel, also mit 540 Tappelumdrehungen gefahren, fahre ich im Heu auch. Im Stroh habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, auch mit der New Holland schon, fahre ich eigentlich meistens auf 480 Umdrehungen, jetzt hier sind wir gerade bei 490. Gerade wenn man mürbes, sehr, sehr trockenes Stroh hat, ist die Gefahr von Zermürbung nicht ganz so groß und ja, der Ball wird dann trotzdem schön geformt. Netzbindungen, wie gesagt, beim Stroh langen oftmals sogar schon zwei Bindungen aus, wär alles gar kein Problem. Aber ich spare mir, am Netz spare ich einfach nicht mehr, weil bei Siloballen mache ich sowieso immer vier Lagen Netz, weil das ja dann kurz geschnitten ist und so weiter und das Gewicht von so einem Ball noch viel höher ist. Aber auch beim Stroh, die werden ja teilweise so oft in die Hand genommen, weil die werden jetzt bei uns zusammen zu Hause hingelagert, die werden dann wieder aufgeladen, dann werden sie verkauft. Dort muss ich sie dann wieder vom Ballenwagen abladen, ins Lager bringen. Und da habe ich lieber eine Lage mehr Netz drumherum, wie eine zu wenig. Und habe dafür einen stabilen Ballen, der nicht gleich, wenn man sie mal ein bisschen blöd greifen will oder zum Greifen bekommt, der dann nicht gleich auseinanderfliegt. Das ist oftmals ist mir das ein bisschen mehr wert. Bei vier Wicklungen schaffe ich hier mit einer 3000 Meter Rolle so ca. 160 Ballen. In 1,30er Durchmesser, so ungefähr. Hau das hin. Beim Heu ist es eben auch so, wenn ich dann gerade an Hanglagen presse, wo man teilweise sogar mit dem Frontlanderschlepper nebenher fahren, um die Ballen zu fangen, da erwischt man die Ballen beim Fangen auch nicht immer so optimal und spießt die mal so ein bisschen quer übers Eck rein und wenn du dann zu wenig Netz hast, reißen die dort direkt auf und so kann man die auch am Netz noch relativ stabil in den Griff bekommen. Deswegen, wie gesagt, bin ich bei vier Lagen Netz. Aber das muss jeder, denke ich, für sich herausfinden, was da die gute Lösung ist, die beste Lösung dabei ist.